Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tatsächlich passiert heute Folgendes. Es geht weiter mit der RS4 Limo. Ich habe euch versprochen, neue Halle, wir legen direkt los. Und was fehlt hier immer noch? Kabelbaum. Ich habe mit Kabelbaum angefangen, habe ein bisschen was geschafft, habe dann mich eher um die ganze Mechanik gekümmert, habe in der Zwischenzeit jede Menge liebe, nette, hilfsbereite Leute kennengelernt. Und da kommt Frank ins Spiel. Hallo. Unser Kabelbaum-Doktor. Wie viele Doktoren wir schon auf diesem Channel hatten. Man muss, es gab ja auch mal einen Gelader-Doktor. Ne? Unseren Kabelbaum-Doktor. Und zwar, Frank macht das Ganze nicht nur in Anführungsstrichen beruflich, sondern mehr aus Leidenschaften als Hobby. Ja. Kann man so sagen, ne? Genau. Also das, was ich in den letzten Minuten gesehen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, dass da jede Menge Know-how und Wissen hintersteckt. An allererster Stelle erstmal vielen, vielen Dank für diese Hilfsbereitschaft. Muss ich als allererstes sagen, weil Frank war bei Tille Motorsport zum Abstimmen mit dem Auto, hat jetzt auf dem Rückkehr angehalten, um mal ein bisschen zu gucken. Aus ein bisschen gucken ist scheinbar ein Großprojekt geworden. Also ich will nicht wissen, wie lange du alleine verbracht hast, um das alles einzupacken. Ja, da hatte ich ja Hilfe, ne, von meiner Frau, Freundin. Patrick war auch schon am Start, da auch nochmal vielen Dank für die Hilfe. Und jetzt wird ein Kabelbaum gebaut. Ja, es wird jetzt quasi der vorgefertigte Maxi-CU-Leitungssatz ans Auto angepasst. Ne? Ist ja schon viel rausgeflogen. Ist das so eine Arbeit, die du gerne machst, oder ist das jetzt hier gerade mehr so eine Sträflingsarbeit und du hättest es lieber anders gemacht? Nee, es ist wirklich schwerer, was zu dezimieren, wie sein eigenes Konzept auf was, sagen wir mal, umzusetzen, weil jeder hat ja sein eigenes Konzept und es ist halt immer schwierig, reinzudenken. Mhm. Aber jetzt ist es halt so, Max-ECU ist ja der ganze Kabelbaum schon vorgefertigt. Also die Steuergerätseite ist komplett eingepinnt. So, das Erste, was Frank gemacht hat, ist alles, was wir nicht brauchen, auszupinnen. Ja. Das würdest du aber immer so machen. Oder würdest du wirklich von null anfangen und auch komplett neue Kabel eigentlich in die Stecker einpinnen? Bei meinen Kunden ist es so, dass ich eigentlich immer nur die Steuergeräte ohne Leitungssatz bestelle, weil es haben nicht alle so wie du, sagen wir mal, all in. Ja? Da, das Auto wird ja wirklich komplett überwacht. Ja? So wie es eigentlich sein soll für so ein Auto, ne, im Hobbybereich braucht man das nicht. Also jetzt im Straßenbereich, klar. Aber hier ist halt ein Motor verbaut, da kann man jede Information gebrauchen. Und von daher... Das heißt, du würdest normalerweise nur die Stecker einzeln nehmen und würdest den ganzen Kabelbaum einzeln bauen? Ja. So. Ja, habe ich ehrlich gesagt so noch nie drüber nachgedacht, weil ich glaube, der eigentliche vorkonfigurierte Leitungssatz bei der Max-ECU, weiß nicht, kostet glaube ich 200 Euro oder 300 Euro so in dem Dreh. Und wenn man sich überlegt, wie viele Kabel das sind und die Stecker und so weiter, war das schon immer so, dass ich dachte, klar, erstmal mitnehmen und zur Not halt wieder raustrennen, weil, was ja schon cool ist, dass sie beschriftet sind. Ja, aber das mache ich ja entweder, also der Fahrzeughersteller nimmt ja verschiedene Kabelfarben, also Isolierungsfarben. Im Motorsportbereich ist ja im Grunde genommen alles weiß, weil das so das günstigste ist, weil jede Farbe und so. Und dann gibt es Kodierung, also Mini-Schrumpfschläuche, die du drauf machst und dann hast du ja trotzdem deine Farbkodierung. Aber im Motorsport ist echt ein ganzer Kabelbaum einfach nur weiß? Ja. Also, ja, je nachdem. Und dann gibt es halt hier Mini-Schrumpfschläuche. Aber davon hast du dann bei dir immer die gleiche Farbe? Also ist bei dir zum Beispiel ein 5 Volt eine Stromversorgung immer orange und ein Sensor-Ground ist immer braun? Oder ist die Farbe nicht gleich immer gleich? Da nehme ich tatsächlich oder alle eigentlich rot und schwarz. Okay. Ja. Ja, also ich merke, auch du musstest dich in diese Thematik erstmal reinfuchsen. Jetzt ist es auch leider so, damals den Motor einmal anschmeißen, da waren halt nur ein paar Kabel. Wir haben eben gerade zusammen, ich hatte so ein bisschen schon mal eine Excel-Tabelle angelegt, was ich der Meinung war, welchen Sensor ich auf welchen Stecker lege, dass das so mit der Spannungsversorgung und dem Sensor-Ground und so weiter alles immer passt. Und da haben wir gerade schon festgestellt, dass sowohl die Max-ECU als auch mein PDM, also das Power Management Unit, der Sicherungskasten zusammengefasst, schon randvoll ist eigentlich, ne? Ja, mit Sensorik nur Motor. Ja. Ja, und dann kommt ja noch Sensorik, also Tankfüllstand, Wassermethanol, Bremsflüssigkeit und sowas. Das kommt ja auch noch dazu. Und das geht halt ins ADU, ja. Ein wichtiger Punkt, den ich noch finde, ist, wo du kurz mal was zu sagen kannst. Du hast die Kabel in der Hand genommen und hast auch gesagt, die sind eigentlich alle viel zu dick, ne?
Und da blutet natürlich mein Leichtbauherz, wenn mir einer sagt, die Kabel sind viel zu fett und wir könnten ein paar Kilo sparen hier. Ja, ist so. Also teilweise, also ich weiß nicht, was MaxECU für Leitung nimmt, ne, für welche Spezifikation, aber teilweise brauchst du ja wirklich für Sensorik, du brauchst ja keine dicken Querschnitte, läuft ja keine Last drüber. Und wenn man überlegt, ne, das ist halt schon ein Trümmer. Was würdest du empfehlen, wie wir das Ganze am Ende schützen? Wickeln oder einen Netzschlauch, wie du da gemacht hast? Was ist da deine... Also ich bin mit der ganzen Sache rangegangen und habe gesagt, pass auf Frank, bitte nicht die 200% Lösung hier, die am liebsten immer jeder bauen würde, weil ich kann dir nicht versprechen, was mit diesem Motor passiert. Mit Pech funktioniert die Ansaugbrücke nicht und es fliegt eine drauf mit vier Drosselklappen oder es kommt zwei Zylinder mehr rein oder vier Turbolader mehr, was weiß ich. Es ist halt so ein Projekt, lebt ja lebt vom Bauen. Ich werde da immer dran weiterbauen. Das heißt, ich kann nicht versprechen, dass der Kahlbaum genauso bleibt. Deswegen habe ich gesagt, lass uns eine Variante machen, die nicht durchgespielt ist, sondern halt einfach erstmal funktionell ist und funktioniert. Ne? Oder wie würdest du das Ganze beschreiben? Nach Kundenwunsch. Also es ist ja wirklich so, die Autos, die heutzutage aufgebaut werden, die leben nicht mehr so, wie sie der Erstkunde gekauft hat. Ja? Du fährst keine 30.000, 40.000 Kilometer mehr bei 40 Grad plus oder minus 20 Grad im Gebirge und Schnee und Salz, sondern die Autos werden gepflegt, sind Liebhaberstücke, halt nach Kundenwunsch. Ne? So ein Geflechtsschlauch sieht schön aus. Gibt es einen großen Nachteil, offenporig. Mhm. Ja, das heißt, wenn du jetzt damit Rallye fahren willst, ist das natürlich nachteilig, weil... Ah, Feuchtigkeit, Wasser? Ja, das ist ja nicht das Problem, die geht ja wieder raus. Öl, Schmutz, Staub. Kühlwasser. Ja, Kühlwasser, genau. Da sind wir aber auch bei dem Thema Klebeband. Mhm. Ja, löst Kleber. Ja, und es trocknet nicht mehr. Ja. Und dann hast du genau das, was du bei den ganzen Vierer Golfen 1.8T hast, Kurbelgehäuseentlüftung, ne? Die Isolierung wird spröde, sogar schneller, weil chemische Einflüsse, dann noch Thermik und dann hält es nicht so lange. Also bei dem Auto, dadurch, dass der Motor ja jetzt nicht im Öl steht, reicht so. Reicht das. An den empfindlichen Stellen macht man Hitzeschutz drüber und dann kann der halt auch wachsen. Was ich auf jeden Fall sympathisch fand, was auch für mich passend ist, du hast gleich gesagt, wenn wir so einen Kabelbaum bauen, dann würdest du gerne halt ein paar Sicherheitsfunktionen einbauen. Sicherheitsfunktion heißt solche Spielchen wie Bremslicht soll angeschlossen sein, Licht soll angeschlossen sein, Warnblinklicht angeschlossen. Einfach nur, weil das so, kriegt dein Herz das nicht hin, hier so ein Dreiviertel Kabelbaum reinzulegen. Nee, es geht immer um die persönliche Sicherheit. Ich bin ja auch Familienvater und man muss immer dran denken, man sitzt selber im Auto. Ja, wenn dir einer sagt, hättest du weggelassen, hättest du noch 2 Kilo gespart. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, du fährst halbe Meile und irgendwas ist, ne, kannst du einen Warnblinkschalter anmachen und dann sehen extern Leute, okay, es ist irgendwas, ja. Oder Bremslichtschalter, dann sieht der hinter dir, der bremst, ja, wieso auch immer. Also es sind ein paar Sachen, genauso wie Bremsflüssigkeitsstand. Ist so eine Sache, ne, Dir reißt eine Bremsleitung weg, warum auch immer, die Flüssigkeit ist weg und du siehst es nicht und du bist bei 300 und tritt ins Leere. Bin ich auf jeden Fall 100% bei dir. 9 von 10 Autos auf einer Viertel- und halben Meile, die werden sowas gar nicht erst anschließen. So, Bremslichter ist immer cool fürs Video, wenn die am Ende noch ein bisschen angehen. Ich finde es auch geil, weil ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich so viel getan, dass ich mittlerweile doch nicht mehr komplett ausschließen würde, dass dieses Fahrzeug halt irgendwie ein bisschen mehr als nur 800 Meter gefahren wird. So, weiß jetzt nicht, dass ich mit zum TÜV fahre und da eine Plakette drauf kriege, aber eigentlich hatte ich ja vor, da wirklich ein reines Wettbewerbsauto rauszumachen, aber weiß ich nicht, mein Grundgefühl gibt mir aktuell irgendwie so eine Art Aufschwung in den ganzen Sachen Tuning, auch in dem Empfinden, wie man das Tuning wieder lebt und feiert, und deswegen finde ich einfach, dass wir hier auch den Kabelbaum gleich mit Licht, mit Blinker und dem ganzen Kladderadsch bauen sollten. Ne? Ja. Außerdem ist es sonst nur ein halbes Auto.
Okay, das heißt, als erstes, jetzt hast du schon mal so ein bisschen die Kabellängen und den Kabelweg vom Steuergerät aufs Motorsteuergerät bestimmt und erstmal dir überhaupt, wie du selber sagst, auf Kundenwunsch überlegt, welcher Stecker wo, was ist, geht über die PMU, was geht über die Max-ECU, wo brauchen wir einen Stecker, wo brauchen wir einen Übergang und so weiter. Dass wir am Ende einen Kabelstrang haben für Licht und Auto, wie du so schön gesagt hast, der Motor unabhängig ist, der wirklich fürs Auto ist. Und ein Strang für die Technik. Genau. Ich weiß nicht, ob die Wette steht, blind ausbauen beim MJP. Ne? Ja, ja, das war das alte Auto. Ob ich den blind ausbauen kann, ja, muss man nochmal. Aber im Grunde genommen wollen das viele, ne, die halt Leistung fahren. Die wollen nicht alles irgendwo wie Originalfahrzeuge durch irgendwelche Tüllen ziehen, sondern dann schon komfortabel, ohne auch was zu beschädigen. Ne? Mhm. Das kommt ja noch dazu. Beim Ausbauen einfach komfortabel ausbauen, Trennstecker rein. Am besten so kodiert oder so gewählt, dass man ihn auch nicht irgendwie umstecken kann. Ja, dass das Auto danach auch wieder 100% funktioniert. Mhm. Ja, dann auch Stecker wählen, die das können. Mhm. Thema Stecker und Kabelquerschnitte kommen wir am Ende dazu, wenn wir alles fertig haben, also fertig haben, dass wir auch mal zeigen können, wo du dir Gedanken gemacht hast mit dem Stecker, weil da waren wirklich schon ein paar gute Gedanken bei. Wir können zum Glück in der PMU am Ende auch die Lasten sehen, die Amperezahlen und auch da nochmal so ein bisschen was zu Querschnitt und so weiter sagen. Ne? Wir holen nochmal einmal kurz die Zuschauer ab, die jetzt vielleicht gerade erst einschalten. Hier drunter im Wasserkasten sitzt unsere PDM. So, das heißt, das ist unser Sicherungskastenersatz. Und dann kommt hier drauf dieses gedruckte Teil. Und hier kommt in den Kasten, müssen wir zusammenschrauben und so am Ende, in den Kasten kommt am Ende das Steuergerät. Leitblocksbatterie, elektrische Servopumpe. Im Innenraum haben wir einmal ein Display, das muss verkabelt werden. Das kriegt dann am Ende zum Glück eigentlich nur Plus, Minus und CAN-Bus, kriegt die ganzen Daten über CAN-Bus. Wir müssen es allerdings auch für ein paar Eingänge nutzen, weil jetzt schon alles voll ist. In der Mitte haben wir noch ein schönes beflocktes Keyboard. So, noch ein bisschen weiter, genau da. Und Schaltknauf, ein bisschen Bremspedal, Fensterheber, so ein bisschen Firlefanz halt. Ne? So. Ja. Was hast du dir überlegt? Also, inwiefern? Also auf jeden Fall müssen wir es ja so verbauen, dass es so weit wie möglich weg von irgendwelchen Hitzequellen weg ist. Wir müssen ihn hier oben langlegen und machen hier eine Trennung. Also eine Trennung nicht, aber hier ist zumindest Knotenpunkt. Ja, und von hier aus zweigen wir dann ab. Ne? Bank 1, Bank 2. Ja, und weil du ja alles Mögliche überwachen willst, muss man es halt auch schön verlegen und dann halt auch so, dass man halt auch später rankommt. Ich habe tatsächlich auch festgestellt, es sind ganz schön viele Sensoren. Ne? Also es ist einmal alles dadurch, dass es ein Bitorus ist, haben wir auch alles doppelt. Temperatur, Druck, Formkühler, Nachenkühler, Formturbolader, Abgas, Gegendruck, Zylinder, jede Abgastemperatur. Ach, das sind so viele Sensoren. Das ist halt einfach full. Ne? Okay, das heißt hier durch, hier schön den Kabelbaum lang. Ja. Die Trennstelle hier natürlich auch passend zum Innenraum, weil es gibt ja immer so ein paar Kabel, die Richtung Innenraum gehen. Genau. Das heißt, wenn wir später Motor ausbauen, hier einfach von der Max-ECU die Stecker ab, drauflegen, Abfahrt. Richtig, von der PDM. Von der PDM und von der PMU. PDM und von der Max-ECU. So, von der Race. Weißt du, also wenn ich den Motor ausbaue, trennen wir es ja hier komplett. Wir ziehen es ja aus dem Motor. Genau, wir nehmen die Stecker, also du steckst die Stecker an der Race ab. Mhm. Beziehungsweise du könntest ja eigentlich, nee, die Race wird ja von unten verschraubt, nee. Du musst die Stecker von der Race abmachen. Also das ganze Steuergerät. Sonst hätte sie gesagt, das ganze Steuergerät einfach wegklappen. Ja, das würde theoretisch gehen. Ich kann den ganzen Deckel hier wegnehmen. Ja, genau, oder so. Ja. Dann brauchst du bloß die Stecker, die hier unten drunter sind. Da kommst du ja dann auch ran. Machen wir dann lang genug. Jetzt hat es aber noch eine geniale Idee zum Thema Lichtkabelbaum. Ne? Du denkst an mich in Zukunft quasi schon, weil du weißt, dass ich ein bisschen am Schrauben sein werde. Ne? Na, die alte Limo hast du ja auch effektiv für dich so umgebaut, dass du effizient arbeiten kannst. Mhm. Ja, und den Lichterkabelbaum, den verlegen wir so hier oben, ne, weg von der Wärmequelle, da oben durch, da scheuert auch nichts und wir machen hier einen Trennstecker rein. Das heißt, beide Scheinwerfer laufen über einen Stecker, den trennst du hier weg und dann nimmst du die Frontmaske ab und das war's. Das klingt gut. Komplett mit Lüfter, mit Lüfter, mit Blinker, mit Licht und so weiter. Ne? Richtig. Geil.
Das heißt, man kann schon sagen, eigentlich bauen wir gerade 3 Kabelbäume, so übertrieben gesagt, ein Licht-Auto-Kabelbaum, ein Innenraum-Armaturenbrett-Kabelbaum, wo halt dementsprechend gar nicht so viel dran ist, außer halt ein bisschen ADU, das Keyboard und so weiter, und ein Motorkabelbaum. Ja, naja, es ist aber halt ein komplettes Fahrzeug. Ja, am Ende ist es ein ganzes Auto. Ich bin halt gespannt, was es am Ende wiegt. Also was wirklich dieser ganze Kabelbaum. Wir saßen vorhin beim Mittag bei unserem Besprechungsraum, meinte Frank, Alter, der Tisch ist ja eigentlich perfekt, um am Ende mal einen großen Kabelbaum auf aufzubereiten. Das wäre mal ein Bild. Ja, okay. Weiter geht's. Ein paar Strippen werden gezogen und ich hoffe, dass wir demnächst vielleicht mal auf den Knopf drücken können und dieses Display angeht. Ja, aber sollte mehr angehen. Der erste Schritt ist erstmal, dass wir den Killschalter betätigen, die Batterie angeht. Ja. Dass wir dann auf den Knopf drücken und das Display angeht, weil das ist noch so ein Punkt, da kommen wir dann in dem Moment drauf, wie man das Ganze verkabelt. Also das hat auch so ein bisschen was mit Ruhespannung zu tun, weil das Ganze muss ja auch irgendwie immer erstmal geweckt werden. So, und das zeigen wir euch dann gleich, wenn es soweit ist. Ihr werdet euch bestimmt jetzt fragen, wo wir sind. Kurzerhand, spontan, habe ich mir überlegt, am Ende ist es doch immer geiler, wenn man das Fahrzeug das Essen zum Koch bringt, sagt man so? Nee. Ich habe keine Ahnung. Also. Vom Kochen. So, nein, ich habe mir überlegt, Frank hatte ja gesagt, er will mir gerne beim Kabelbaum helfen. Aus Helfen ist jetzt so ein Vollprojekt geworden. Finde ich aber übelst geil. Ergebnis ist wirklich, also so viel kann ich schon mal verraten. Es geht auch massiv voran, aber nach 2 Tagen bei mir habe ich dann gesagt, ey, am Ende ist es doch einfacher, das Fahrzeug zu dir zu bringen. Ja. So, weil, ich glaube, die Kabelauswahl sagt schon alles gegenüber meinen 3 Kisten Kabeln, die ich habe. So ist es halt am Ende einfach am einfachsten zum Vorankommen. Wir sind schon deutlich, deutlich weiter als das, was ihr hier seht, weil hinter euch, zeigen wir mal kurz, zeigen wir nicht, liegt noch der Motorkabelbaum und so weiter. Das heben wir uns aber für später, für den nächsten Teil auf, weil das ist wirklich richtig cool geworden. Aber erstmal holen wir euch ab. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Das sieht jetzt hier erstmal noch gar nicht so wild aus, aber hier drunter ist die PDM. Die ist verkabelt. Das hier ist der Stecker von der PDM. Da liegt so eine Schlaufe hier zum Motorraum. Und dann geht es im Motorraum weiter. In Summe, Frank war begeistert, weil wir haben es tatsächlich fertig gebracht. Das ist schon das größte Steuergerät und die größte PDM. Okay, es gibt nur eine PDM und die ist trotzdem randvoll. Ja. Ja, sagt er, ja. Ja. Er ist doch am Ende einfach viel, viel mehr geworden als vorher gedacht. Ne? Ja gut, wir haben ja nicht nur die Pro voll, die PDM mit allen Sensoren voll, sondern das ADU ist ja auch noch voll. Also im ADU sind ja auch noch mal 2, 3 Sachen eingepflegt, sonst kriegen wir es gar nicht alles unter. Also hier ist wirklich, ne, All-in, sensormäßig. Und Frank so ganz entspannt erstmal den Kabelbaum so zum Motor gebaut, den Motorkabelbaum kommen wir später zu, guckt sich das Ganze an und sagt so, ja, scheiße. Also für mich war es vollkommen ausreichend, war für mich schon wirklich hätte eine solide Schulnote auf jeden Fall schon gegeben, aber es war ihm viel zu fett, es musste neu gebaut werden. So, weil es halt so viel Kabel dann am Ende geworden waren, ne? Weil klar, in so einer Max mit 4 Steckern geht halt einfach was durch. Ja, und dann halt Stromversorgung. Ne, das ist ja nicht nur das, was von der Max kommt, sondern es kommt ja auch, ne, 36-polig geht in den Innenraum. Das heißt, das geht halt auch in die Max und in den Motorleitungssatz. Aber Frank, erzähl mal, unabhängig jetzt erstmal von dem Motorkabelbaum, was hast du überlegt? Wie haben wir es jetzt hier verkabelt? Na, wir haben es ja so gemacht, du möchtest ja alles trennbar haben. Mhm. Deswegen haben wir keinen Trennstecker zum Motor gesetzt, sondern das ist ja dann, du kannst ja das Motorsteuergerät rausnehmen. Aber du kannst zum Innenraum trennen, somit kannst du den Motor komplett rausnehmen. Ja, die Sensorik, die außen dran ist, die geht aber an Schwellern lang und die kannst du auch abtrennen. Das heißt, theoretisch könntest du Ladeluftkühler und sowas drinnen lassen. Ja, und der Rest, Maske ist trennbar, weil du hast ja immer noch eine Wette am Laufen, oder? Das war Franks Idee, dass man es so ein bisschen wie in der Serie baut. Das heißt, einmal ein Motorkabelbaum, also alles, was das Motorsteuergerät braucht, ist nicht zwangsweise direkt auch am Motor liegend, sondern es gibt einmal einen Kabelbaum, den man mit dem Motor mit rausnimmt und alles, was an der Karosserie bleibt, ist nochmal extra und geht dann in diesen Trennstecker rein. Nicht nur in den, sondern auch in ein paar andere. Aber das heißt zum Beispiel Licht als auch Lüfter, als auch die Sensoren, die ich am Ladeluftkühler habe. Also alles, was außenrum ist, egal ob es Bremsflüssigkeit ist, egal ob es meine Ventile für die Kupplung da hinten und so weiter sind, das ist alles ein extra Kabelbaum, der eigentlich unabhängig auch von meinem Motorsteuergerät ist. Das heißt, wenn ich nächste Woche ein anderes Steuergerät einbaue, würde das theoretisch liegen bleiben. Ja, das sind alles Deutsch DT oder DTM-Stecker. Also sie sind halt
dann löscht, auch erprobt. Dann löscht Frank halt meine Nummer, wenn ich ein anderes Steuergerät habe. Theoretisch fand ich gut die Idee, weil so ist es so ein bisschen das, was zum Auto gehört, bleibt doch im Auto. Genau. Und das, was das Steuergerät on top macht, ja, wir sind noch nicht 100% fertig, kann man schon so sagen. Also ich nehme das Auto jetzt wieder zu mir, weil ich noch so ein bisschen was basteln muss, wie zum Beispiel, also wir haben wirklich am Ende das Problem, dass die PDM kann nur, ich glaube, 230 Ampere in Summe, ne? Ja. Last. Jetzt ist das Problem mit Servopumpe, die ja, glaube ich, schon in der Spitze 70 Ampere zieht, 60 Ampere. Ja, sie ist zumindest mit 70 abgesichert. Das heißt, ich denke, die zieht schon 60. Ja. Dann mein großer Pumpencontroller, der wird mit 150 Ampere abgesichert. Das heißt, Pumpencontroller plus Servopumpe wäre PDM schon voll. Das heißt, die beiden machen wir über zwei Extrasicherungen, die hier platziert werden. So, dann nehmen wir einfach so schöne, gibt es aber bei Amazon, nichts Tolles. Kann 150 Ampere, kannst du schön rein raus machen. Und die gibt es auch noch ein kleiner mit 80 Ampere. Ich baue jetzt ein kleines Blechlein, dass die hier so sitzen. Und dann können wir nämlich den Rest verkabeln. Heißt, dann können wir nochmal hier den Servokabelbaum machen und den Strang nach hinten zum Pumpencontroller. Aber einmal muss ich euch noch zeigen hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Frontmaske abbaue, kann man schön einfach diese beiden Stränge hier rausnehmen. Zack, einmal den raus und den raus und zack, bleiben die beiden hier. Da kommen noch so, es gibt so originale Metallclips, ich hoffe, die sind noch lieferbar. Damit kommt das hier Ganze so an den Schlossträger ran. Man kann jetzt komplett alles, was am Schlossträger ist, einfach hier dranbleiben und ich kann es abnehmen. Ist zumindest der Plan, ne? Ladeluftkühler liegen nochmal extra, ne? Also wirklich, das hier sind nur die Stecker, Beleuchtung. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben tatsächlich Beleuchtung verkabelt. Also Fahrzeuge, die ja bewegt werden, brauchen ja Beleuchtung. Ja, habe ich mir sagen lassen. Auf der Rennstrecke braucht man Beleuchtung. Blinker, Bremse, Warnblinklicht, Abblendlicht. Das hängt alles an diesen beiden Steckern dran, inklusive dem Lüfter. Das heißt, jetzt einfach klack, Schlossträger weg. An diesem Strang, der hier runterkommt, liegt alles, was hier so an Sensorik ist, was unten an dem Fahrzeug ist. Ist jetzt ein bisschen komplexer, weil zum Beispiel auf der anderen Seite habe ich den externen Ölfilter, da ist Öldruck und Öltemperatur dran. Dann haben wir im Ladeluftkühler nochmal einen Temperatur- und Drucksensor. Das ist alles hier dran, dass das alles da weggenommen wird. Ne? Genauso haben wir einen Strang, der hier reinliegt. Und was ich euch gerade zeigen wollte, da sind wir jetzt gerade dran. Dieser Strang hier, das ist komplett alles, was hinten zum Tank geht. Ne? Ohne Spannungsversorgung. Also für den Pumpencontroller, Kennbus, dann die Kabel, Spannungsversorgung, Pumpencontroller, Füllstand. Ja, Füllstand und dein Abschalt für einen Catchtank, wenn der voll ist. Ne? Genau. So, das geht hier alles rein. Da bastel ich in Hannover auch noch was Cooles. Da habe ich mir überlegt, das muss hier so schön durch meinen Carbondeckel gehen. Plus das dicke Kabel für den Controller, wo die 150 Ampere durchgehen, geht da auch noch durch. Und dann stecke ich das Ganze, weil der Tank von unten ist, das würde ich aber gerne bei mir auf der Hebebühne machen, stecke ich von unten immer nur zwei Stecker ran. Das heißt, wenn ich den Tank mal abbaue, weil der Tank hängt ja, deswegen können wir gar nicht zeigen, der hängt jetzt gerade ja schon runter, aber der hängt wirklich mit dem Deckel oben drunter. Das heißt, egal was da dran ist, du wirst eher den ganzen Tank abnehmen. Und da ist es natürlich umso cooler, wenn wir da einfach eine Steckverbindung haben. Ne? So, wir gehen mal einmal oben nochmal auf jeden Fall. Wachhund. So, dann eine Sache, wo wir uns auch gerade nochmal schlau gelesen haben. Fensterheber. In so einem Fahrzeug brauchen wir einen elektrischen Fensterheber, ne? Ja, aus Gewichtsgründen. Manchmal ist der Motor leichter wie die Kurbel. In dem Fall, es gibt auch leider keine Kurbel, weil B5 hatte tatsächlich immer Fensterheber. Und hinten ist ein Tucken anders. Wirklich alles auf den Kopf gestellt. Es gibt keinen manuellen vorne. Sonst hätte ich auch tatsächlich einfach gekurbelt. Aber so ist natürlich auch cool, weil selbst die können wir dann am Ende übers Keypad hier einfach Fensterheber bedienen. Was hast du im Innenraum noch alles schon verkabelt? Na, der Innenraum ist eigentlich fertig. Also das ADU geht, ne? Haben wir ja noch einen Zusatzstecker gelegt, falls der noch ein anderes Lenkrad draufpacken willst. Ich habe da diverse Ideen für. Zusatzstecker heißt wirklich, das ist halt das Coole heutzutage, plus, minus, can high, can low. Und schon können wir hier wirklich alles, was mit Kennbus ist, mit rein. Das kann ein Display sein, das kann so ein geiles Schaltpanel sein, weil ich bin mir immer noch nicht sicher. Also das ist jetzt das Lambo-Lenkrad übrigens, das hat nichts mit dem Auto zu tun. Ja, so eins, was ich damals mal zum Fahren hatte. Eher vielleicht auch so zum, weißt du, mit Schaltern zu verstellen, so ein bisschen Firlefanz. Ne? Aber naja, du sagst das immer so fast, also ist ja schon noch ein bisschen mehr verkabelt, ne? Ja, na gut, wir haben ja, weil das Auto muss ja funktionieren, ne? Wir haben Bremslichtschalter, wir haben Kupplungspedalschalter, wir haben halt das Keypad, wir haben noch Zündunterbrecher am Schalthebel dran. Ansonsten, du hast keine Lüftung, du hast, weiß nicht. Und der Rest macht das Keypad, ne? Und das macht halt schon viel aus, weil alles Kennbus. Selbst bei den neuen, na gut, bei den neuen Autos hast du ja auch noch einen Haufen Leitungen, Klimabedienteil und, ja? Also
Würden die das so bauen in der heutigen, mit der heutigen Stand der Technik, die neuen Autos, da wäre so ein Leitungssatz auch nicht viel größer in so einem neuen Auto. Aber da müsste man jetzt fairerweise dazu sagen, wenn wir das alles noch verbauen würden, müssten wir eine zweite PDM machen, ne? Also mit Lüftung und so weiter. Wäre nee, ja das, also da brauchst du eine zweite. Das ja. ist ja... Nein, aber wir haben schon auch Sachen verkabelt. Rückfahrlichtschalter, wirklich. Also was man so braucht, neben Kupplungspedal haben wir auch noch Kupplungsdruck. Ja. So, also wir können kupplungsmäßig definitiv alles überwachen, ne? So, und dann natürlich ganz normal Licht blinken, Warnblinklicht. Ja, so sieht das aus. Hier geht der Strang lang. Sag mal, die Kamera sieht das relativ hell gerade, ne? Immer. Ja, entweder sehr hell oder sehr dunkel. Weil ich sehe das bei Schwarz immer so krass, ich selber sehe schon fast gar nichts und ich habe wirklich eigentlich gute Augen. So, ne? Aber hier liegt der Strang richtig schön parallel nach hinten. Aber nur cool. Ja, viele sind eigentlich nicht mehr, ne? Ein paar Kleinigkeiten am Motorkabelbaum. Den Motorkabelbaum würde ich aber wirklich gerne zeigen, wenn er ready ist. Ja. Der hat es verdient. Der hat es verdient am Ende. Wenn der Kabelbaum komplett ist, dann ja. Lass uns mal einmal das Tor hochmachen, haben wir ein bisschen mehr Platz. Oder können wir nach vorne rollen? Ne, wir können einfach nach vorne rollen. Wir können nach vorne. Wollen wir den Motor rein, also... Anmachen? Strom, ja, weil das war jetzt so, du hast... Mach mal da vorne, hinten, den Handbremsklotz. Passt. Nee! Dahinter, sonst rollt er weg. Rollt ihr hier drin? Ja, ja. Es ist schräg. So, Licht ist angeschlossen. Heckklappe. Hier geht logischerweise, muss noch ein Taster und Kennzeichenbeleuchtung, dass wir die Klappe aufmachen können. Ja, es liegt ja alles schon. Dein Halter hast du ja auch so den falschen eingepackt. Genau, das kommt hier. Hier ist ein Plastik. Wobei eigentlich kommt es so. Dritte Bremsleuchte auch dran, ja? Ja, die ist... angeschlossen, Rückleuchte hier drüben ist noch angeschlossen. Also, ne. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Sache. Also, wir wollten euch noch mal einen kurzen Zwischenstand geben, dass sich hier wirklich viel tut. Eine letzte Sache, wir müssen auf jeden Fall einmal Zündung einmal kurz anmachen. Also, für die Zuschauer, die vielleicht bisher nicht dabei waren, Display, Keypad, PDM, Motorsteuergerät. Das Keypad ist über CAN-Bus mit der PDM. Die PDM schaltet, wenn ich es anmache, Strom aufs Display als auch aufs Motorsteuergerät. Und dann geht alles an. Das heißt, im Ruhezustand ist PDM und Keypad immer bestromt. Und dadurch kann ich das ganze System hochfahren. Das kann ich quasi nur ausschalten, indem ich dann hier meinen Killschalter von der Batterie reinmache und die ganze Batterie lahmlege. Ne? So, jetzt müssen wir gucken, welcher es war. Einer von denen hier. Damit konnte ich es jetzt anmachen. Jawohl! Das war mein erstes Lebenszeichen hier drin. Geil. Hat schon irgendwie gleich was von Race Car. Ist für mich so übelst krass ungewohnt, gerade auf dem B5-Tacho zu gucken. Also so diese B5-Optik, aber dann in der Mitte da das Display so, ne? Aber ich find's geil. Ja. So, und jetzt können wir über die Max-ECU, das ist das Coole, deswegen arbeitet das alles so gut zusammen. Das heißt, ich bin jetzt mit USB nicht mit dem Keypad oder mit der PDM verbunden, sondern mit dem Motorsteuergerät. Und in dem Motorsteuergerät haben wir quasi das Keyboard, welches wir bedaten können. So, das heißt, ich kann jetzt hier ganz normal in der PDM, das machen wir im nächsten Video nochmal ausführlicher, aber ich habe jetzt in der PDM wirklich die einzelnen Buttons und also ich habe in dem Motorsteuergerät einen Reiter PDM, Reiter Keyboard und kann darüber die einzelnen Knöpfe bedaten. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel mal, wir bedaten uns jetzt zum Beispiel mal PDM Button 7, einfach mal nur aus Spaß und machen da mal rein den Lüfter. Der hast du ja schon angeschlossen vorher, ne? Ja, der Lüfter läuft. So. Oder sollte. So, jetzt gucken wir mal. Den Lüfter haben wir auf PDM Ausgang. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe schon aus Langeweile im Auto die ganzen Outputs einmal hier rein konfiguriert. Also Frank hat mir eine Tabelle geschickt, wo was angelegt ist. Und da muss man das halt hier so anlegen. Das heißt, Output 1 bis 20 muss man halt immer sagen, was da drin ist. So, wir haben den Lüfter auf PWM-Lüfter da oben auf Output 2. Jetzt können wir hier erstmal einen Test machen. Das ist übrigens geil an der PDM. Man sieht jetzt hier tatsächlich den Status. Das Motorsteuergerät zieht 0,6 Ampere. Ja. Zieht 0,6 Ampere. 17 ist Keypad. Keypad zieht 32. Das heißt, das Keypad die Hälfte vom Motorsteuergerät. Ja. So, jetzt können wir mal einen Test machen. Das wäre theoretisch der Lüfter vorne. Laut meiner Tabelle ist ja ein Output 2, das ist korrekt? Ja. Ja, der kann nicht laufen. Du hast eben die Stecker abgezogen. Er schmeißt direkt einen Fehler. Also er hat einen Fehler erkannt. Hat man hier oben einen Fehlerspeicher?
PDM-Output 2 Overload Short Circuit. Dann zieht der mehr wie 25 Ampere. Krass, ne? Also die ein PDM-Ausgang kann 25 Ampere. Und er, als man gerade anmachen wollte, denkt, es ist ein Kurzschluss, weil dieser Lüfter echt mehr als 25 Ampere zieht. Ja, originale Lüfter. Und das ist jetzt halt das, wo man sich jetzt reintüdeln muss. Das heißt, einzige Variante, das jetzt zu machen, ist Variante 1. Man lässt ihn nur 50% laufen. Geht ja, da er PWM gesteuert ist. Könnten wir jetzt die PWM-Steuerung so weit hochschieben, dass er halt auf 22, 24, 25 Ampere läuft. Das, was jetzt natürlich gerade so viel ziehen wird, ist dieses erste Anknacken von so einem Lüfter. Das war aber auch wirklich krank. Also wenn ich den angemacht habe an der Batterie, nur so mit Plus, Minus dran, denkst du, du warst am Schweißen. Also dieser kleine Lüfter da vorne drin kann richtig was. Das wissen ganz viele B5-Fahrer nicht, weil der wird original gesteuert über das Steuergerät von der Klima. So, und da ganz viele ohne Klima fahren, macht der Lüfter dann gar nicht mehr das, was er eigentlich soll. Weil der nicht über die Wassertemperatur vom Motor gesteuert ist. Okay, haben wir ja da schon mal was gelernt, aber wir sehen immerhin, dass es geht. So. Jetzt haben wir aber noch eine andere Sache, die können wir nämlich kurz testen. Und ich sehe, wir haben nämlich auch schon Licht drin. Und ich sehe, wenn ich auf Test klicke, macht er auch 0,8 Ampere. Das heißt, irgendeine Birne geht gerade schon an. Ich würde mal vermuten, die hintere, ne? Ja, vorne ist... Ah, ich wundere mich schon die ganze Zeit. Er zeigt nämlich auch die ganze Zeit an, dass PDM-Output vom Rückwärtsgang auch schon 3,4 Ampere hat. Weil nämlich der Rückwärtsgang... ist dann nämlich genau... So, jetzt muss er auch sein, ne? Jawohl. Ja, dann mussten wir nämlich nur genau einmal invertieren. Ah, hier, ne, guck, das ist nämlich das Coole. Output 2. Habe ich maximal 10 Ampere gerade freigegeben. Ja, okay. Das dann, ist die Standardeinstellung. Das heißt, der Lüfter kann natürlich mit 10 Ampere noch gar nicht anlaufen. Machen wir mal 25 raus. Also es liegen 3 mal 1,5 Quadrat. Also da muss schon was drüber laufen können. Also was natürlich auch aus der PDM rauskommt. Boah, aber und trotzdem aus. 55 Ampere schon dabei. Aber das ist halt das Coole an der PDM, dass man trotzdem so spielen kann. Aber geil, also das gefällt mir schon mal, dass der bei jeglichen, weil hätten wir jetzt keine Sicherung und zu dünne Kabel, würde einfach das Kabel durchbrennen. Ja. Und der zeigt eins direkt an. Pass auf, wir gucken nochmal einmal hinten Licht. Wobei das, was liegt, das hält die 55 Ampere auch aus. Das kann nur die PWM, PDM nicht. Aber manche Sachen gibt es echt, die sind krass. Die drei Bremsleuchten hinten zusammen ja. Ziehen 5 Ampere. Funktionieren auch. Geil. Da sieht man mal, was LEDs dann doch so gebracht haben. Ne? So, und jetzt gucken wir mal eine Sache. Wir machen uns jetzt gerade mal das Leben einfacher. Wir nehmen mal PDM-Button 7, steuern damit Direct-Output Control 2. Also man muss dazu sagen, das macht man nicht nur in einer Stunde. Ne? Das Programmieren, das unterschätzen viele auch. Ja, genauso wie Kabelbaum bauen. Ah, guck mal, das Programmieren, das ist... Aber ist wirklich ganz easy. Man kann bei Lüfter PDM eine Rampe reinmachen. Ja, zum Anlaufen. Und dann haut der nicht voll rein. Wir machen jetzt mal eine maximale Rampe. Einfach. Und lassen ihn nochmal anlaufen. Also wie eine Straßenbahn, die anläuft. Ja. Das ganze Auto vibriert, wäre eine Frage, ne? Und das mit diesem kleinen Lüfter, ne? Also ich feiere diese PDM jetzt schon. Ich werde mich da zu Tode spielen. Oh geil, wie das wirklich sichtbar langsam passiert und schneller wird. Das war jetzt Maximum, ne? Pass auf, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf 2,5 Sekunden gehen, dann wird das schon mal deutlich besser. Geil. Also was bräuchte ich in der Halle? Ja, das ist ja echt warm. So, jetzt, ich habe einen einzigen Reiz zur Sekunde habe ich noch. Ich würde es gerne mal einmal auf den Button kriegen hier. So, wir nehmen jetzt mal PDN Button 7. So, der hat 2 Positionen. So, jetzt kann man hier als nächstes wählen, welche Funktion ihm vorgegeben wird. Da machen wir einfach mal direkt PDM Output Control 2, ist eigentlich richtig. Jetzt können wir hier zum Beispiel die Farbe ändern. User Color Red. Und schon ist er auch rot. So weiß ich auch welcher. Weißt du, jetzt machen wir zum Beispiel mal grün. So, und wenn wir ihn anmachen,
wird er rot, als Beispiel. Ist nur die Frage, warum schaltet der gerade den Output 2 nicht frei? Weil der Output 2... Ah, verstehe. Ja. So, und jetzt letzte Sache noch. Also ich muss in der Output-Tabelle muss ich einfach nur ihn freigeben, dass das die direkte Kontrolle ist und das nicht über Steuergerät läuft. Ja, das ist ja das, was ich gerade sagte. Ne? Ja. Also das ist alles nicht in einer Stunde erledigt. So, jetzt will ich nur noch eine Sache machen. Ich will diesen Knopf da jetzt einmal kurz grün haben. So. Also, wir machen Lüfter an und der Knopf wird rot. Soll ich sagen, was hier unten machen kannst, übrigens? Das haben wir beim Auerrad noch nie ausgereizt. Das ist eigentlich auch schon gedacht für Rundenzeit und so. Ja. Also so komplett auch mit Bestzeit und wie viele Runden schon, dann kannst du hier durchklicken, siehst alle Runden hintereinander, kannst dir sogar theoretisch über die App Sektoren reinmachen. Ja, geil. Also das Ding kann viel, viel mehr, als man eigentlich, dachte. Ne? Ja, da brauchst du aber das GPS-Token dazu. Mhm. Ne? Und dann kannst du bei dem ADU, das hat ja noch einen USB-Ausgang, den musst du einbinden und dann kannst du da quasi eine x-beliebige Kamera ins Auto hängen, musst das synchronisieren von der Zeit her und dann kannst du deine kompletten Daten runterziehen und dann kannst du mit der ADU-Software damit sogar Videos machen. Das heißt, hast du ein schönes YouTube-Video von der Rundstrecke mit Rundenzeiten. Ah, ist schon cool, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel alles ausmachen will, warte mal, bevor ich alles ausmache, ganz wichtig immer, weil Motorsteuergerät geht in dem Moment logischerweise auch mit, einmal abspeichern. Also ich muss einfach nur in der Output-Funktion auch wieder hinterlegen, dass die PDM den Output selber steuert, ja. So rum zu sagen. Ne? Und in dem Moment kann ich jetzt einfach mit dem Knopf hier, man sieht es halt am Display. Also wir haben auf den Knopf alles quasi gelegt, was nicht die PDM ist. Das heißt, Display ist aus, Motorsteuergerät ist nicht mehr aus. Und jetzt kann ich einfach wieder anmachen und schon ist wieder an. Geil. Ja, so Leute, ihr seht, es geht massiv ran. Es geht massiv ran. Es geht extrem weiter. Ich bin happy. Wir konnten immerhin schon mal Licht zeigen und Lüfter zeigen. Das heißt, jetzt sind wir wieder motiviert, weitermachen zu machen. Frank, vielen, vielen Dank. Wirklich eine Ehre. Geil geworden. Ich freue mich drauf, wenn du nach Hannover kommst und wir den Rest machen. Weil wir laden das Auto jetzt ein, nehmen es mit. Und diese Woche geht es direkt weiter, den Rest zu verkabeln. Zwei, drei Kleinigkeiten am Motorkabelbaum noch. Und dann, wenn du bei uns bist, ja, versuchen wir tatsächlich mal, dass wir nämlich auch mal den Startknopf drücken können und der anders einmal kurz hält. Tschüss, danke fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.